Ich glaube, ich bin ziemliches Kind noch. Also ich glaube, ich bin, weiß nicht. Also deswegen habe ich, glaube ich, auch diesen Beruf gemacht, weil ich mich ein bisschen weigere, erwachsen zu werden. Mein Name ist Johannes Kienast, ich bin am 9.2.86 geboren, bin 26 Jahre alt und komme aus Halle-Saale gebürtig. Ich war auf der Westfälischen Schauspielschule in Bochum bis 2012 und bin jetzt am Staatstheater Cottbus engagiert als Schauspieler. Ich versuche halt irgendwie Sachen gerne mal anders zu machen, was auch irgendwie auch ein bisschen gezwungen wirken kann. Aber ich mache das halt irgendwie gerne. Ich glaube, der Anspruch sollte sein, dass alle Rollen toll sind. Man sollte aus jeder Rolle das Bestmöglichste machen. Und egal, ob sie verrückt sind oder so. Verrückt sind sie ja alle. Spielen, Hauptsache spielen. Egal was, egal ob es Theater oder Film ist. Es ist beides. Es ist irgendwie so Nervenkitzel, es ist Angst, es ist irgendwie auch wunderschön, es ist irgendwo auch eine gewisse Bestätigung, wenn jemand lacht und du einen Witz gemacht hast. Also ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Also ich habe immer Bock. Ich lebe dafür, zur Arbeit zu gehen und irgendwie zu arbeiten und ja, da bin ich glücklich. Wenn ich arbeiten kann, bin ich glücklich. Und wenn ich gute Arbeit machen kann, bin ich noch glücklicher. So ein Pass mal, was hab ich denn bei? Pharrell ist mein Liebling. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie wüsste, ich müsste morgen sterben, würde ich alles darauf ansetzen, mit Will Ferrell nochmal zu sprechen. Sommer oder Winter? Sommer. Warm oder kalt? Warm. Schwarz oder weiß? Ist grau. Nachdenken oder Gefühl? Nachdenken und Gefühl. Erst nachdenken, dann Gefühl. Oder erst nach, keine Ahnung, Mann, fick dich doch, was weiß ich. Waschen oder stinken? Stinken. Ich bin ganz okay. Ich glaube, ich bin ganz lustig und habe einfach total Lust zu spielen und Menschen zu zeigen, in Sachen reinzuschlüpfen und mich da total drin aufzugeben und ich will einfach nur arbeiten, dass das irgendwie spielen, arbeiten, das ist mir gerade einfach tierisch wichtig.